Christine, die Idee mit den Störchen kam von dir. Was bedeuten denn die Störche eigentlich? Ja, die Idee kam, weil wir Corona-Zeiten haben und wir uns nicht jeden 24. des Monats hier vom Krankenhaus, wie wir es schon über ein Jahr machen, hier versammeln können. Und da hab ich gedacht, Störche als Zeichen ja für die Entbindung, für Geburt, das war ja schon immer unser Zeichen, Störche, der Glücksbringer. Und da habe ich gedacht, wäre doch schön, wenn wir hier vom Krankenhaus ganz viele Störche stehen hätten und einmal die Störche für uns sprechen lassen. Und so eine geballte Menge von Störchen, ich glaube, wir haben inzwischen 82 Störche hier stehen, also die machen doch was her und die sprechen ganz schön laut für uns, finde ich. Und wir haben auch Zuwachs bekommen hier bei unseren Störchen. Aus unserer ehemaligen Partnergemeinde, der Kirchgemeinde Kriewitz, hat ein ganzes Storchenehepaar hier gespendet. Und dieses Storchenehepaar hat sogar sein Nest mitgebracht. Also heißt es, die wollen länger hier bleiben und wollen mit uns kämpfen, bis wir die Geburtshilfe hier in Kriewitz wieder haben. Und das finde ich total toll, dass auch diese Botschaft mit den Störchen auch so weit sich verbreitet, dass sogar aus Ärgste, das ist in der Nähe von Dortmund, Leute daran interessiert sind, mit uns mitzumachen. Und hier haben wir unsere berühmte Storchenampel und wir kämpfen dafür, dass diese Ampel endlich wieder auf grün geschaltet wird und die Frauen wieder kommen können und hier ihre Kinder zur Welt bringen können. Und es ist für uns erschreckend zu hören, dass seit 1991 16 Geburtsstationen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen wurden. Und das kann so nicht weitergehen. Und ich finde, da sind wir Kriewitzer jetzt gerade richtig in dem Kampf mit drin. Und wenn wir bis nach Berlin gehen müssen, das kann so nicht weitergehen. Ich habe gehört, dass du selber Hebamme bist. Hast du denn auch mal in diesem Krankenhaus gearbeitet? Ja, ich war früher hier Hebamme. Zwar nicht hier im Krankenhaus, sondern im Entbindungsheim hinten in der Freiheitsallee. Und das waren so schöne Jahre. Und ich sag's immer, mein Herz brennt immer noch für die Geburtshilfe. Und deshalb habe ich das auch immer um. Und so groß schlägt mein Herz auch dafür, dass die Geburtshilfe hier in Kriewitz wieder ins Krankenhaus kommt. Denn das war eins der Standbeine für Kriewitz hier im Krankenhaus. Und was auch Kriewitz weithin bekannt gemacht hat als Krankenhaus. Und das möchte ich wieder haben.